Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Bunker-Schießstand-Herausforderung sehr einfach machen könnt. Denn bei diesem Glitch könnt ihr euch einfach nämlich die Minigun dafür nehmen und könnt mit der die Schießstand-Herausforderung machen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist eine Minigun mit Schuss und einmal hier ja ein Schießstand. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr müsst jetzt den rechten Analogstick nach links drücken, dabei fällt das nach rechts und L1 gleichzeitig drücken, das heißt fällt das nach rechts, L1 und den rechten Analogstick, so gesehen, ja, also rechten Analogstick nach links drücken und dabei fällt das nach rechts und L1 gedrückt halten. So, bei mir hat es zum Beispiel nicht geklappt. Ihr merkt das nämlich daran, dass wenn es so wie bei mir jetzt oben rechts ist, dass ihr die Schüsse von eurer Minigun seht. Wenn ihr das so habt, drückt ihr einmal die Optionstaste, geht auf Online und geht ins Criminal Enterprise Data Paket. Dann geht ihr komplett nochmal raus und dann seht ihr auch schon, dass ihr eine Minigun in der Hand habt. Falls ihr das jetzt nicht verstanden habt, also Leute, ihr stellt euch hier ran, müsst den rechten Analogstick nach links drücken und dabei fällt das nach rechts und L1 gleichzeitig drücken. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr dann das mit dem Criminal Enterprise Data Paket machen. Und jetzt, wenn ihr die Minigun, wie ich, in der Hand habt, lauft ihr hier zu diesem, ja, zu diesem Automaten hier und drückt weiter nach rechts. Und wenn ihr seht, dass bei euch ein Dollar abgezogen wird, wählt ihr die, so gesehen, die Aktivität aus, die ihr benutzen wollt und müsst dann ganz schnell hier hinlaufen. Und jetzt könnt ihr einfach, ja, die Sachen dafür abschießen. So, hier. Ihr seht, Leute, es geht ohne Probleme. Komm mal, 785 Punkte von 300 eigentlich nur. Und das halt ganz einfach, Leute. Ich kann euch auch noch mal zeigen, wie der Glitch geht, falls ihr das Ganze jetzt nicht verstanden habt. So, wir warten jetzt noch kurz, bis alles bestätigt wurde. Also, ihr steht jetzt wie ich hier vor diesem, ja, Schießstand. Dann geht ihr schon mal mit dem Cursor auf Minigun und lässt dann los. Jetzt rechten Analogstick nach links drücken, dabei L1 und Falters nach rechts gleichzeitig drücken. Wenn das dann wieder wie bei mir sein sollte, dass oben rechts die Munition angezeigt wird, Optionstaste drücken, Online Criminal Enterprise Data Paket einmal öffnen, komplett rausgehen, dann hier wieder zu dem Automaten laufen. Zack. Und jetzt, wenn ein Dollar abgezogen wird, die Mission auswählen, die ihr machen möchtet. Und jetzt ganz schnell wieder hier hinrennen. Und jetzt einfach die Sachen hier abschießen. So, ihr seht jetzt, Leute, hier wieder 2200 Punkte von 1600 und das ganz einfach. Wir warten jetzt noch kurz, bis alles bestätigt wurde. Und das könnt ihr jetzt bei jeder Herausforderung machen. Aber ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da, haut rein und ciao.